Seifert gegen Nash. Ja, aber da war ein Missverständnis bei Münster und Paul Giese mit dem Fastbreak. Andi Seifert hat es lange angesprochen, gespielt mit 100% im Spiel gehen. Ja, also generell sollte man keine Gegner unterschätzen. So, jetzt nochmal ein Drei-Punkt-Wurf von Ty Nash war das. Ty Nash mit 20 Punkten jetzt. Hat es ein bisschen Platz, könnte auch für... Ja. Paul, jetzt wird Zeit. Coutinho muss abschließen. Ein schwieriger Wurf, den macht er. Wow. Ein technisch sehr gut ausgebildeter Spieler. Distanzschütze und Wurf und kann sich aber ähnlich gut kreieren. Cucini. Cucini. Casey Benson arbeitet hier schön. Cucini jetzt für drei. Ja, schmeckt ihm besser. Warum den Zweier nehmen, wenn man auch den Dreier haben kann? Weiter geht's mit Basketball. Hilmar Pettersson. Kommt mit Tempo. Wow, und er zählt. Hilmar Pettersson and one zum Ausgleich. Also Hilmar möchte es wissen heute. Ist da echt schwer zu stoppen, nur auf dem Weg zum Korb. Das war keine einfache Situation. Auszeit Tübingen. Das scheint Daniel Jansen auch nicht gefallen zu haben. Aber dann gut verteidigt von den Dragons ohne Foul. Das müssen sie jetzt mal machen und das machen sie! Das vielleicht mal mit einem Hallo wach und der nächste Ziel der Dragons. Haben sehr gut verteidigt. Haben die Dragons immer in den richtigen Momenten am Scoren gehindert. Und Richmond. Ja, jetzt läuft es natürlich auch, jetzt fällt. Schöner Pass von Barnes. Brauner findet Fundic. Super Play von den 46ers. Fundic. Ich mache eine Strichliste. 10 Euro. Gerne im Chat mithören. Für den guten Zweck. Fundic. Der erste Spieler. Und da ist er. Der Führungswechsel 51-50. Aus Sicht der Gäste. Daniels im Post gegen Martin. Und das ist meiner Meinung nach. Boom! Ein Flopping Foul. Krachen und bekommt das technische Foul. Irgendeiner bekommt ein technisches Foul. Schwieriger Wolf. Der war nicht einfach. 2 Sekunden noch. Jones. Übers Brett. Ja, da hat sich vielleicht ein bisschen gerechnet. Erst einmal, das Flieger da ein bisschen. Weil einfach ein bisschen langsamer seine Aktion macht einfach. Da hatte Kepler doch noch genug Zeit zu blocken und Artikimi Mäki tanzt mit Lodders. Schöner Fake. Und die einfachen Punkte. Oder was heißt einfach? Der war da doch noch ganz gut. Ja, und Tübingen hat natürlich viel Zeit. Ja, und die Zeit runterlaufen lassen. Genau, machen sie genau richtig. Jetzt noch einen guten Wurf. Da ist er. Und das war's dann auch. Da könnte der Deckel drauf gemacht werden. Also Zach Lenny ist lange ruhig gewesen und dann am Ende die wichtigen Dinger gemacht. Aber der Zweite, der macht mit. Und die Dresden Titans beherrschen heute das Umschaltspiel perfekt. Schönes Anspiel von Daniel Kirchner.